Mit der Puma CVX-Baureihe hat Case IH seit 2009 den Markt ziemlich aufgemischt. Die leichten Kraftpakete mit dem selbst entwickelten Stufenlosgetriebe gelten nicht nur als sparsam, sondern abgesehen von Kleinigkeiten auch als sehr zuverlässig. Was dabei etwas in Vergessenheit geriet, den Puma gibt es alternativ auch mit Lastschalt- und Volllastschaltgetriebe. Die Traction-Redakteure haben in der Saison 2016 einen Puma 220 Powershift, das leistungsstärkste Modell der Baureihe mit mechanischem Getriebe, ausgiebig in der Praxis unter die Lupe genommen und im DLG-Testzentrum den Power-Mix-Test absolvieren lassen. In allen Puma Powershift-Modellen setzt Case IH auf den bekannten 6,7 Liter großen NEV-6-Zylinder von Fiat Powertrain, also aus dem Mutterkonzern CNH Industrial. Zur Tier 4 Final Abgasnorm wurde die Abgasreinigung in zahlreichen Punkten überarbeitet. Nach wie vor kommt der Vierventiler aber ohne externe gekühlte Abgasrückführung und Partikelfilter aus. Dafür muss man jedoch mit einem etwas höheren AdBlue-Verbrauch leben. Zeigte der NEV-6-Ender wieder, dass er zu Recht als einer der aktuell besten Industrie- und Traktormotoren am Markt gilt. Bei 2200 Touren Nenndrehzahl wurden am Stummel 153 Kilowatt gemessen. Die Maximalleistung von 166 Kilowatt ermittelten die DLG-Testingenieure bei 1800 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment von rund 956 Newtonmetern lag bei 1500 Umdrehungen pro Minute an und fiel bis 1100 Umdrehungen pro Minute nur flach ab. Das ergibt einen stattlichen Drehmomentanstieg von 44%. Mit aktiviertem Motormanagement und stufenweise freigeschaltetem Boost werden diese Werte bei Zapfwellenarbeiten ab 0,5 Stundenkilometern, bei schweren Hydraulikarbeiten und bei Transportarbeiten ab 18 Stundenkilometer nochmals übertroffen. Auch bei den Verbrauchswerten enttäuschte der Puma 220 Powershift nicht. Ganz im Gegenteil, bei Nennleistung schossen nur 226 Gramm pro Kilowattstunde Diesel durch die Einspritzdüsen, bei Maximalleistung 211 Gramm pro Kilowattstunde. Das sind allesamt absolute Topwerte und die besten Dieselverbräuche, die das Traction-Team bislang bei der DLG ermitteln konnte. Teilweise liegt der Puma 220 Powershift hier 25 bis 30 Gramm pro Kilowattstunde unter der Konkurrenz, was durch den vergleichsweise hohen AdBlue-Verbrauch nur wenig geschmälert wird. Alle Werte sind auch nochmal deutlich besser als beim 2015 getesteten Puma 240 CVX. Der Grund: beim CVX läuft wie bei allen Stufenlosgetrieben im Stand die Hydrostatenpumpe mit und schluckt etwas Leistung. Auch vor dem Powermix-Messwagen überzeugte der Österreicher auf voller Breite. Mit einem Durchschnitt von 250 Gramm pro Kilowattstunde über die 12 Felddisziplinen sichert sich der Puma 220 Powershift klar einen Platz im Spitzenfeld seiner Leistungsklasse. Besser als erwartet schnitt der Testkandidat auch beim Transport-Powermix ab, mit 521 Gramm pro Kilowattstunde bei 40 Stundenkilometern und 534 Gramm pro Kilowattstunde bei 50 Stundenkilometern liegt er genau im Schnitt seiner Klasse bzw. nur ganz leicht darüber. Und das, obwohl das Referenzfeld hier aus drei Traktoren mit stufenlos leistungsverzweigtem Getriebe und nur einem weiteren Lastschalter besteht. Darüber hinaus fährt der Puma 220 Powershift 50 Stundenkilometer bei voller Drehzahl, also etwas mehr als 2200 Touren. Das ist natürlich gut für die Zugleistung bei Transportfahrten, aber nicht für den Verbrauch. Aufgrund der geringen Leistungsverluste im mechanischen Getriebe bleibt der Puma 220 Powershift aber auch hier voll im dunkelgrünen Bereich. Bei 40 Stundenkilometern dreht der Schlepper mit rund 1770 Umdrehungen pro Minute sogar im optimalen Bereich. Das Volllastschaltgetriebe mit 19 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgängen hat seine Wurzeln noch in Zeit der Übernahme von Case IH durch Fiat New Holland, wurde aber seinerzeit für die Puma-Generation nahezu komplett überarbeitet. Die Gänge kann der Fahrer sowohl manuell über die Buttons auf dem Multifunktionshebel wechseln, als auch automatisch lastabhängig im Feld- oder Straßenmodus schalten lassen. Der Gangwechsel wird dabei rein drehmomentabhängig initiiert. Man kann als Fahrer selbst keine Drehzahlvorgaben machen. Von außen ist der Schaltpuma übrigens erheblich leiser als seine stufenlosen CVX-Kollegen. Durch das Wegfallen der permanenten Regelgeräusche der Hydrostateneinheit fällt erst so richtig auf, wie leise der Motor eigentlich ist.
Identisch zum CVX ist die Zapfwellenausstattung mit serienmäßig 4 Geschwindigkeiten. Wer weniger benötigt, bekommt jedoch einen Preisnachlass. Auch bei der Arbeitshydraulik zieht der Puma 220 Powershift mit seinem stufenlosen Pendant gleich. 10,5 Tonnen maximale Hubkraft hinten sind sehr gut, 3,7 Tonnen vorn ausreichend. Vorn gibt es übrigens serienmäßig eine Lageregelung und doppelt wirkende Zylinder sowie auch eine Frontzapfwellenautomatik. Serienmäßig ist eine 150 Liter pro Minute starke Load-Sensing-Pumpe an Bord. Auf Wunsch sind 20 Liter mehr lieferbar. Hier würden sich die Traction-Tester eine noch stärkere Option mit rund 200 Litern pro Minute wünschen. Ebenfalls unterdurchschnittlich ist die entnehmbare Ölmenge von 50 Litern. Positiv hingegen ist, dass der Leistungsboost mittlerweile auch bei schweren Hydraulikarbeiten aktiviert wird. Gemischte Kritiken haben die Traction-Tester wiederum für die Kabine zu vergeben. Grundsätzlich ist sie modern und das Geräuschniveau ist mit angegebenen 69 dBA leise. Punktabzüge gibt es aber für das Platzangebot und fehlende geschlossene Ablagen. Trotz fehlender B-Holme wirkt die Kabine zudem etwas beengt und sehr niedrig, auch wenn für Fahrer und Beifahrer genug Platz bleibt. Lob gibt es für die Sitzoptionen und die hervorragend schließende Fahrertür. Die mechanische von außen fünfstufig einstellbare Kabinenfederung fanden die Traction-Redakteure im Praxiseinsatz zu hart und den Federweg zu gering. Das ist aber Geschmackssache. Gut gearbeitet hat dafür die Vorderachsfederung und das auch ohne Frontballast und ohne Anbaugerät. Sowohl Lob als auch Kritik gibt es für das AFS 700 Terminal, das immer noch zu stark reflektiert. Gut hingegen ist die Größe des Bildschirms, auf dem sich auch 3 Ebenen parallel darstellen lassen. Serienmäßig gibt es ISOBUS 2 und für einen geringen Aufpreis ISOBUS 3 sowie weitere Precision Farming Optionen. Den ausführlichen Testbericht mit allen Messwerten sowie 2 Praktika-Beurteilungen und dem Effizienzvergleich mit dem Puma 240 CVX lesen Sie in Traction-Ausgabe März-April 2017.